herzlich. Ja, wie ihr seht, in gestochen scharfer Qualität. Wer den Vlog gestern gesehen hat, der weiß, mir ist die Kamera auf den Boden geknallt und mein Objektiv ist kaputt. Ja, die Kamera habe ich mir erst vor kurzem gekauft und habe leider schon das Objektiv geschrottet. Und gestern war ich wirklich verzweifelt und wusste nicht, was ich tun soll. Man ärgert sich, man kauft sich gerade ein neues Gerät und dann muss man schon wieder Geld ausgeben. Gott sei Dank war nur das Objektiv kaputt und ich wollte mir ein neues Objektiv bestellen. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch so eine Kamera. Und zwar ist das meine Streaming-Kamera, mit der streame ich. Das ist die Sony Alpha 5100 und die hat genau dasselbe Objektiv drauf. Also dieses Standard-Kit ist genau dasselbe. Und dann habe ich es abgebaut und an meine neue Kamera ran montiert. Und ja, jetzt ist da quasi das Kaputte drauf. Das, was mir gestern runtergeknallt ist, habe ich darauf gegeben. Und habe jetzt halt aktuell keine Streaming-Kamera. Aber ja, ich kann trotzdem vloggen und ich kann mit euch reden. Ich freue mich so. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, welcher Stein mir vom Herzen gefallen ist. Ich meine, ja, ist trotzdem doof, ne? Ich habe ein teures Objektiv gestern geschrottet. Trotzdem kann ich vloggen und das ist irgendwie das Wichtigste. Deswegen, ja, ich bin so happy. Aber ich habe gestern ganz, ganz viel recherchiert und ich habe mir sehr viele Objektive angeschaut. Und dabei habe ich ein Schmuckstück gefunden, welches ich mir vielleicht bald kaufen werde. Und zwar ist es nämlich so ein cooler Weitwinkel. Also nicht zu extrem, so ein bisschen einen leichten Weitwinkel. Das finde ich immer ziemlich schön in Vlogs. Kann man da nämlich noch ein bisschen mehr sehen, wenn man da mit der Familie unterwegs ist oder wenn man einen Ausflug macht. Ich finde das immer ziemlich cool. Deswegen möchte ich, ja, sowas mir bald kaufen. Nur so, ja, der kleine Technik. Mein kleines Technik-Herz schlägt bei sowas höher und ich strahle über das ganze Gesicht, wie ihr sehen könnt. Ich liebe halt Technik. Das ist so mein Ding. Und ja, wie ihr sehen könnt, sitze ich jetzt hier im Büro. Wir haben schon gefrühstückt, wir haben unseren Tag schon gestartet. Ich habe mir heute auch ein bisschen fertig gemacht, mir so diesen Dutt drauf gemacht schon wieder. Ich muss ein bisschen Spitzen schneiden, deswegen ja, habe ich die Haare jetzt quasi nach oben getan, weil die sind da unten ein bisschen ausgetrocknet. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zum Friseur gehen soll oder ob ich das den Papa machen lassen soll. Ich habe auf Instagram euch gefragt und ja, die meisten wollen sehen, wie der Papa mir die Spitzen schneidet, weil er da Sophie so schön die Haare geschnitten hat. Glauben jetzt alle, dass er das bei mir auch kann. Wir werden es sehen, ob ich ihn vielleicht das heute machen lasse. Ich brauche wirklich nur ein bisschen Spitzen schneiden, aber naja, der Friseur, der kann das auch ein bisschen besser. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, wenn, dann muss ich sowieso nochmal los mir so eine Friseurschere kaufen, weil wir hatten zwar eine, die ist aber leider irgendwie kaputt oder ich habe sie verloren, keine Ahnung. Ich sehe sie auf jeden Fall nicht mehr da und ich weiß nicht mehr, ob ich sie selber weggeschmissen habe oder ob sie kaputt gegangen ist und keine Ahnung. Egal, ob wir sie verloren haben. Apropos Instagram-Story und Umfragen. Wer sich vielleicht erinnern kann, beziehungsweise wer mir auf Instagram folgt natürlich, kann sich da nur dran erinnern. Ich habe euch vor circa einer Woche Best Secret vorgestellt in der Story. Und ich habe euch auch gefragt, wer denn von euch bei Best Secret registriert ist. Und 37% haben mit Ja gestimmt, was ich schon erstaunlich finde, weil es eigentlich gar nicht so wenig ist. Also 37% von euch kennen ja eigentlich Best Secret. Und für die anderen, die es vielleicht nicht kennen, ich kann es euch mal ganz kurz erklären. Ich kenne nämlich Best Secret auch schon voll lange. Das gibt es nämlich schon seit 2007. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, okay, von was redest du da, was ist denn Best Secret? Best Secret ist eine geschlossene Shopping-Community. Ich kenne das nämlich durch meine Freundin. Die hat mich nämlich vor langer Zeit mal schon eingeladen. Das ist nämlich so, dass man sich dort quasi nicht selbst registrieren kann, sondern nur mit einem Einladungslink. Und ich habe auch für euch einen Einladungslink in der Infobeschreibung, also in der Videobeschreibung unten in der Infobox. Wenn ihr nämlich auch interessiert seid, euch bei Best Secret kostenlos zu registrieren, dann schaut gerne vorbei. Ihr müsst nur schnell sein. Also es gibt nämlich diese Zugangscodes, sind nur begrenzt und danach kommt man nämlich nur mehr so auf eine Warteliste und muss warten, bis wieder Zugangscodes quasi freigeschalten werden, dass man sich dort wieder registrieren kann. Ihr könnt euch nämlich schon mal unabhängig davon registrieren, egal ob ihr was kaufen wollt oder nicht. Alles kostenlos, ohne Bedenken, musste ich gar keine Sorgen machen. Und ja, Best Secret ist richtig, richtig cool, weil es eine Shopping-Community ist, halt die ist geschlossen. Das heißt, diese speziellen Rabatte, weil es gibt nämlich richtig krasse Rabatte, bis zu 80%,
diese speziellen hohen Rabatte sind auf 3000 Designer-Label. Also da gibt es wirklich die krassesten Marken, alles. Also egal, ob es jetzt mehr so sportliche Sachen sind oder so wie Nike, Adidas oder so. Oder was auch immer, eher was Schickes, Esprit, Guess, was auch immer ihr gerne mögt. Dort gibt es fast alles, also wirklich mega cool. Und ich habe bei eBest Secret auch richtig gut zugeschlagen. Ich habe das in der Insta-Story schon gezeigt, habe euch gezeigt, was ich geshoppt habe und wie das ausschaut. Werde ich euch heute natürlich auch noch einmal ein bisschen zeigen. Aber vorher zeige ich euch die Webseite. Ich habe sie hier vor mir aufgeschlagen und ich zeige euch ein bisschen, wie das im geschlossenen Mitgliederbereich ausschaut, bevor man sich registriert hat. Ich werde sie euch ein bisschen vorstellen. Ich kann nicht ganz auf die Seite eingehen, weil es würde den Rahmen hier sprengen. Aber ein bisschen zeige ich euch, wie ich nämlich geshoppt habe. Als ich nämlich für mich eingekauft habe, habe ich ja gewusst, okay, ich brauche Schuhe. Deswegen habe ich gleich auf Schuhe geklickt. Und was ich gemacht habe, ich habe gleich meine Größe eingegeben, weil es gibt nicht jeden Schuh in allen Größen, sondern es ist immer nur so eine begrenzte Auswahl. Deswegen habe ich gedacht, okay, gib's gleich die Schuhgröße ein. Ich habe 36, 37, 38 angeklickt, übernehmen im Filter. Und man kann auch, was ich richtig cool finde, seht ihr da, nachhaltig. Man kann sogar nachhaltig anklicken und dann steht hier auch 76. Es gibt 76 Schuhe, die euch jetzt in eurer Größe angezeigt werden, die nachhaltig sind. Da seht ihr zum Beispiel Eco Alf, kenne ich jetzt nicht. Aber das ist auf jeden Fall so eine nachhaltige Marke und diese Schuhe gibt es dann halt in 36, 37 und 38. Und wenn euch zum Beispiel dann ein Schuh gefällt, wie zum Beispiel den, finde ich immer richtig cool, der ist mit 29% und da kann man gucken, aha, 37 ist noch eine Größe, könnte ich dann kaufen oder auch 36 und der ist richtig schick. Und so weiter. Das kann man halt beliebig bei allen machen, egal ob es jetzt Herren, Kinder, Jeans und so weiter. Da gibt es keine Grenzen, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und nicht vergessen, unten in der Infobox ist der Einladungslink www.bestsecret.com/DianaDiamanta. Einfach registrieren, kostet gar nichts. Ihr könnt euch dann auch zu Newsletter anmelden, falls ihr das möchtet. Und dann seid ihr quasi immer up to date, welche Marke gerade einen Mega-Rabatt hat und so weiter. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Ich habe die ganzen Sachen nämlich schon ausgepackt, weil ich sie auf Insta-Story schon gezeigt habe. Ich werde dann auch hier noch einblenden, wie das angezogen ausschaut, weil ich habe das nämlich schon ganz probiert. Ich werde fast alles behalten, leider nur ein Teil nicht, das zeige ich euch gleich als erstes. Und zwar die Jeans, die ist zwar wunderschön, leider ist sie mir zu groß. Also ich habe ein bisschen zugenommen, ehrlich gesagt. Und ich dachte, dass ich mehr zugenommen habe, obwohl ich mich eigentlich abgemessen habe. Ja, keine Ahnung, ist die Jeans leider ein bisschen zu weit. Also sie ist auch ein bisschen zu lang. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, als ich die Maße gesehen habe, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Das ist wunderschön, das ist von Replay und eine richtig coole, ist ein bisschen ausgewaschen hier und straight, aber mit stretchy und mega bequem. Finde ich richtig schade, dass ich sie zurückschicken muss, weil ich habe aktuell leider keine Jeans, die mir passt. Ja, vielleicht finde ich ja noch ein Teil. Ein bisschen kleiner, mal schauen. Kommen wir dann zum nächsten Teil. Und zwar das ist dieses mega coole, gemütliche Shirt. Ich mag ja gern so normal, so basic Sachen, ehrlich gesagt. Und das ist so ein schwarzes, langärmeliges Shirt. Fühlt sich mega hochwertig an. Und ich hatte hier unten so ein, beim Ärmel so einen ganz weichen Stoff. Hat hier so ein paar Knöpfe. Kann man die aufmachen? Weiß ich gar nicht. Ja, man kann die aufmachen. Das ist jetzt nicht nur so Design, sondern man kann die auch aufmachen. Schaut richtig cool aus. Passt mir richtig gut. Ist eine Lovely Large, steht sogar drauf. Und dieses schwarze T-Shirt passt perfekt zu meinen Schuhen, die ich bestellt habe. Das ist die Marke Hammerstein. Wahrscheinlich wird es ausgesprochen Hammerstein, Made with Love. Das ist eine richtig, richtig coole Marke. Und da habe ich mir so Chunky Sneaker gekauft. Ich zeige euch die. Die sind einfach richtig schön. Also wer mich kennt, weiß, ich liebe Leoprint. Und als ich die gesehen habe, war ich so, ich muss die haben. Ich muss die einfach haben. Sind die nicht wunderschön? Ich weiß, wahrscheinlich geschmeckert, würden sich hier so, manche sagen, nee. Und ich sage einfach so nur, ja. Ich finde die wirklich wunderschön und angezogen schaut er richtig cool aus. Passend zum schwarzen Shirt, mega. Das ist eine Schuhgröße 36, weil
Da stand online, dass die ein bisschen kleiner aus, ein bisschen größer ausfallen, sorry. Die fallen ein bisschen größer aus, deswegen habe ich die in 36 bestellt. Ich habe halt, ja, so Schuhgröße 37 bei Sneaker, deswegen habe ich gedacht, muss 36 passen. Und die passen wirklich perfekt. Und da ich mich nicht entscheiden konnte, ich war ganz lange in diesem Online-Shop, schwarz oder hell, also dunkel oder hell, ich konnte mich nicht entscheiden. Deswegen habe ich noch einen mitgenommen, und zwar einen in Grau, wie ihr sehen könnt, mit innen rosa, auch in Schuhgröße 36, und der war sogar nochmal krass runter reduziert, weil der hat 240 Euro gekostet und der war so, glaube ich, so mit 70%, der hat mich nur 60 Euro gekostet, und wie cool ist der? Oh, ich finde den so schön, also wie gesagt, ich liebe diese Chunky Sneakers total. Dazu passend habe ich mir auch ein helles Shirt bestellt. Muss ich nur umdrehen, weil das ist noch auf links gedreht. Und zwar von Tommy Hilfiger. So auch ein simples weißes Shirt mit einem kleinen Logo. Und das fand ich halt richtig cool. Das ist ein bisschen so durchsichtig. Mit so einem, na, was ist? Ich komme da nicht rein. Mit, also wie ihr seht, das ist ein bisschen durchsichtig, wenn man das Etikett sieht. Also es ist ein bisschen durchsichtig, aber ich finde es nicht schlimm. Wenn man zum Beispiel einen Unterleibel noch darunter anhat, richtig cool. Passt halt auch super schön zu dem hellen Sneaker. Und ja, das ist meine kleine Ausbeute. Also die Sneaker sind halt natürlich das größte Teil davon. Und ich liebe die ganz, ganz doll. Die Hose muss ich leider zurückschicken. Aber ja, ist halt so. Manchmal hat man bei Jeans nicht so Glück und ich habe einfach eine falsche Größe bestellt, deswegen muss ich zurückschicken. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr Best Secret auch kennt, und wenn nicht, könnt ihr euch natürlich gerne registrieren, kostet nichts. Wie gesagt, in der Infobox ist der Link dazu, und schreibt mir, ob ihr das cool findet, was ich ausgesucht habe. Würdet ihr euch das auch bestellen oder sagt ihr so, na, diese Chunky Sneakers, mit denen fange ich gar nichts an. Das würde mich echt interessieren. Schreibt mal unten in die Kommentare eure Meinung. Na gut, ich werde jetzt auf jeden Fall hier meine Sachen mal wegräumen und noch ein bisschen was am Computer arbeiten, und ich werde mich dann noch ein bisschen später melden. Während die Eltern arbeiten, schaut mal, was die Mädels hier machen. Wow, was macht die Michelle? Oh, die Michelle spielt mit den Kleinen. Und die Sophie ist auch mit dabei. Das ist diese Farbe, die ich dir bestellt habe, oder? Machst du so ein Kürbisgesicht? Schaut mal, das ist so Body Art. Kürbis? Und da gibt es auch so Schablonen dabei. Ich habe ein Kürbiskleid. Mann. Weil die Lara, weil sie hat ein Kürbiskleid. Die Sophie mag auch ein Tattoo. Mama, nein. Ich habe ein bisschen Durst. Oh, wirklich? Deswegen muss ich Farbenwasser. Gibt es in der Küche kein Wasser? Wow, macht die Michelle das schön wieder? Ich wollte wieder die gleiche haben. Aber ich wollte wieder am Gitter haben. Aber ich will noch eine. Ist das cool? Ich will auch die Fledermaus anpassen. Ich will auch die Fledermaus. Ja. Kann ich Fledermaus. Luisa, hast du ein Aua? Schau. Die Luisa, wenn die Kinder sich ein bisschen ankratzen, nur minimalst, müssen sie schon ein Pflaster bekommen. Sieht so arg aus. Ach so? Das Pflaster schaut arg aus, aber der Kratzer darunter schaut überhaupt nicht arg aus. Ich glaube, Luisi. Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute auch im Dienst. Heute in meiner Cucina. Ich werde heute zum Mittag für Kinder ein Reis vorbereiten, das nennt man Pilaf. Hi. Und für mich und für Patrick und für Mama vielleicht auch ein Kartoffelsalat. A la Mama. A la Papa, Entschuldigung. We'll be right back.
ich muss Papas veganen Kartoffelsalat weitermachen. Warum auch immer ich weitermachen muss. Ich habe mir Hilfe geholt, weil ich ein Noobs bin. Ja, super. Ja, wir sind jetzt nochmal in den Garten gegangen. Aber schau mal. Oh, süß. Schau doch mal bitte, wie süß. Ja. Schau, was mein Kitten macht. Ja. Das ist ein... Ein Sportmännchen. Ein Sportmännchen. Ein Sportmännchen. Lisa? Lisa? Aber da bist du nicht der Finger. Bitte was? Oh, schau, es schläft. Oh, no, wie schön. Und schaut mal, das bei Luisa schläft. Oh, Luisa, dein Küken schläft. Küken schläft. Küken schläft. Oh, schau mal, Papa, wie die hier schlafen. Das ist pure Liebe. Ich glaube... Ja, ganz schön. Du kannst es auch an dich kuscheln und dann schläft's. Das ist ja müde. Das von der Luisa schläft. So, mach mal. Ja, genau. Schau, sie schläft auch bei dir, Lara. Schau mal. Oh, schau mal. Die brauchen nur Wärme und Liebe, gell? Ja, wie ein Baby. Braucht auch nur Wärme, Liebe und ein bisschen Essen. Schau mal, wie bei der Lara eingeschlafen ist. Oh, Lara. Bist du glücklich, dass es bei dir eingeschlafen ist? Mhm. Und jetzt ist er nicht mehr eingeschlafen. So, die Küken sind jetzt wieder in ihrem Katzenkörbchen. Und müssen wir jetzt dann reinbringen, oder? Jupp. Bringst du es rein, Michelle? Okay. Schaffst du es? Oder soll der Papa lieber? Ich kann es auch machen. Ha? Ich kann es auch machen. Okay. Ich werde den Küken jetzt aber trotzdem noch was zum Essen machen. Yeah. Heute am Morgen, wer meine Story gesehen hat, hat gesehen, ich habe ihnen frische Karotten geraspelt und jetzt werde ich ihnen so ein bisschen Haferflocken geben, Polenta, also so Maismehl. Wie ihr seht, habe ich ihnen jetzt so ein bisschen Maismehl mit Haferflocken, ein paar Chiasamen reingemischt, ein bisschen nass gemacht mit Wasser. Und das gebe ich ihnen jetzt. Bitte schön, meine Herrschaften. Guten Hunger. Ja. Es wird hier noch fröhlich gejausnet. Ich finde das so herzig. Die sind so süß. Ich finde die so zum Anknabbern. Aber wir essen die nicht nur so. Das wisst ihr aber, gell? Also wir haben die nur einfach so der Tierliebe wegen. Und wir machen auch ein paar Eier. Das ist auch irgendwie ein netter Nebenbonus. Aber ja, die Küken sind einfach so eine Bereicherung für uns und für die Kinder. Und wir lieben die so. Die sind so süß. Ja, die Mädels haben den Küken auf ein Haus reingetan und die kuscheln tatsächlich da drin. Das ist so ein altes, von so einer alten Eisenbahn von Patrick. Ja, wie so ein Versteckplatz. Ja gut, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich küsse euch und bis dann. Tschüss.